meckernde Quartier irgendwo jetzt entscheidet, was mit dem Ding passiert. Ich finde das so unmenschlich, der Künstlerin umzuhalten, okay, sie entscheidet jetzt, dass sie den 2 Tage weg ist. Also entweder würde ich lieber selber mit der Brechstange nochmal die Wut rauslassen. Leute haben Eier gegen geschmissen. Leute haben mit Wasser ihren Frust hier dran ausgelassen. Dann möchte ich meinen Frust auch nicht an der Künstlerin auslassen, sondern wieder an diesem Gerät. Oder halt das, was ich sage, was ich da drin sehe, möchte ich. Nur dann müsste von ihr das Wort kommen, dass sie oder wer auch immer jetzt hier die Verantwortung über diese Ding hat, dass jetzt das Quartier auch darüber direkt entscheiden darf. Direkt, ob sie das geht, was sie dazu sagen. Also ich so glaube, genau, das bringt es. Das wäre jetzt der freundlichste Mittelweg in meinen Augen. Also das war nicht böse gemeint, ja, sondern wirklich das Edelweg. Eine neue Solidarität jetzt kreiert worden dadurch. Wozu brauchen Sie Ihre Erlaubnis, fragt sie noch. Weil ich mir unsicher bin, wer das verantwortet, wo ich vorhin schon mal so extrem gemeint habe, wenn es nach mir ging, würde das Ding entweder brennen oder blühen. Sind gleich die Einsätze gekommen, das ist rechtskräftig nicht gültig, da kriegt man gleich Strafanzeigen, wer bezahlt das und so weiter. So. Also das heißt, von künstlerischer Seite her ist es eigentlich komplett freigegeben wie eine richtige Peace Wall, ob sie nun steht oder nicht, oder? Nein. Auf jeden Fall schön, ne? Paschkat. Dann wäre ich ja nämlich für frei für alle, oben rüber zu schreiben und so ist. Wissen Sie, dann könnten die Leute das demontieren und müssen hier nicht die arme Frau ganz einfach zu sein in dem Sinne. Also sie sieht ihre Aufgabe als Prozesse anzustoßen und nicht zu sagen, was sie tun sollen. Ja. Also wäre von ihrer Seite eigentlich das okay, sowohl im Positiven als im Negativen? Fragen Sie bitte, dafür hätte ich gern konkret die Antwort. Weil wenn man das kaputt machen darf oder demontieren darf. Das ist doch jetzt nur ein Ja oder Nee, was sie geben muss. Das muss schnell, weil sonst kann ich hier früh um 3 stehen und rumbasteln. So we just didn't understand your... Moment, er übersetzt. Die Mauer war ein Spiegel der Gesellschaft und wenn es jetzt zum Spiegel ihrer eigenen... Dann wäre es ja auch nicht der Spiegel, ja. Weil wenn Sie die Entscheidung treffen, ist es keine Kunst mehr. Wenn Sie die Entscheidung treffen, finde ich, geht alles, was irgendwie dahinter steckt, dran verloren, weil... Das Quartier, finde ich, muss die Message darüber machen oder darüber richten, wie man mit so etwas umgeht, finde ich also. Ja, wenn da nicht direkt der Anwalt kommt. Genau, darum, ja, dann machen wir es morgen, wenn kein Medien ist. Das war meine nette Frage. Und sie hat von sich aus gesagt, sie gibt vollkommen frei. Von mir aus dürfte das ganze Quartier das Ding auch ablaufen. Ja, gut. Ja. Und ich finde ja nicht, dass sie mir da alle das auch so sehen. Ne? Ja. Also, das muss ich als Künstlerin freigeben. Also, für mich ist das sehr kontrollierte Kunst. So, seid aktiv. Aber tut nur das, was ich mir vorstelle. Sie sagt von sich aus, sie würde freigeben. Ja, ja. Ich habe so das aber jetzt gerade nicht so verstanden. Nee, ist auch ein bisschen kompliziert. Also ich habe verstanden, dass Sie haben es verstanden, ja. In einer gemeinsamen Aktion kann man da sicher was tun. Faden. Ja, ich denke, das ist jetzt das Gespräch. Also wenn denn, dann sind das jetzt 10 Tage frei für alle. Und von mir aus sollen die ihn malen und die anderen abhaken. Deswegen so das Signal an den Presse, die sowieso nicht mehr da ist. Möchten Sie das nochmal für mich tun, was die Dame gerade gesagt hat? Wir nicken alle. Ja? Also bitte. Ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht. Also nochmal. Sie können ja widersprechen. Nochmal die freie Verantwortung. Sagen Sie, fassen Sie zusammen. Sie haben eine Frage gestellt, Sie haben eine Antwort bekommen. Fassen Sie bitte mal zusammen. Ich bin mir ja gerade unsicher. Meine Frage war gewesen, ob wenn man diese Mauer jetzt noch von offizieller Seite stehen lässt, ob die Künstlerin genehmigen würde, dass sich, wenn denn das Quartier, die Anwohner hier austoben dürfen, wie sie wollen. Das heißt im Positiven wie im Negativen. Doch, das heißt, dass jeder Anwohner hier das Recht hat, darüber zu richten, ob das nun was Gutes oder was Schlechtes ist. Denn mir fällt es sehr in Dorn, dass es halt einfach dasteht und nichts mit passiert. Schon alleine hier die heiße Luft könnte in die Mauer reingehen, ja. Wenn das frei ist und in dem Sinne das abgesichert ist, dass denn keiner sagt, jetzt muss jemand Strafe bezahlen, denke ich mal, wären auch Sie damit einverstanden, das Ding auseinanderzunehmen, oder? Also ich meine, man muss es ja... Und wenn nicht, dann müssen wir uns noch mal drüber unterhalten. Genau so. Das dauert ja auch.
Ne? Nicht so böse gucken, ich setze mich ja gerade ein für alle. Ja? Positiv, ihr beiden. Jo, danke, danke. Nee, aber wenn denn, war das die, die malen können, die das vielleicht schön finden und sie bauen die Seite ab? Oder wie ich vorhin meinte, den Tunnel durchhauen, dass hier wieder Verkehr war? Wenn doch alle von ihrer Seite aus, von künstlerischer Seite aus, hat sie gesagt, ist es erlaubt. Es ist alles mit diesem Ding erlaubt. Nee, sie hat es erlaubt. Jetzt ist nur die Frage. Sie sind ja offizielle Übersetzer gerade. Was sagt jetzt die Künstlerin direkt dazu? Ist frei. Dass sie also nicht gefragt wurde, als Graffiti an die Mauer gespült wurde, dass sie nicht gefragt wurde, als die Eier geworfen wurden oder als hier unten Bretter entfernt wurden. Warum fragen Sie jetzt nach dem? Ist das denn kein Unterschied? Stopp, ist das erlaubt geworden? Das war jetzt keine Erlaubnis. Moment. Ich habe keine Erlaubnis. Die Biennale hat den Antrag. Frau Horn, nicht die Künstlerin. Frau Horn ist sozusagen diejenige. Frau Horn hat dieses Ding hier hinstellen lassen. Ja, sie hat das geeignet. Also müsste Frau Horn das Ding auch sehen. Sie trägt die Verantwortung und die muss. Sie sagt ja eben schon, sie hat weder gar nicht dazu gesagt. Nein, das ist ja auch nicht Frau Horn da. Wo ist die Frau Horn? Frau Horn? Entschuldigung, dass ich so laut gerufen habe. Genau. Jetzt dürfen Sie die Frage nochmal stellen. Ja, jetzt noch mal gern in Ihre Richtung meine Frage. Ich finde eigentlich, dass dieses Werk in dem Sinne das Recht hat, hier zu stehen. Nur ich finde, für diese Zeit, die jetzt vorher sind, müsste man eigentlich, wenn in diese Mauer als Vogel freigehen. Das heißt, dass man sich sowohl im positiven Aspekt, wer sich künstlerisch positiv dran veräußern möchte, genutzt werden kann, als auch im negativen. Das heißt, dass diese Sache dann abgebaut werden darf, aber auch geschmückt werden darf. Aber meine Intention war gewesen, dass auf alle Fälle das Quartier jetzt über diese Berg richten muss, denn ansonsten geht hier irgendwo, finde ich, was verkehrt, wenn jetzt sie als Künstlerin oder Bede, sage ich jetzt mal, im Verbund angekommt, jetzt weg oder nicht. Und ich finde es nicht ganz gerecht, in ihre Hände zu legen, einfach zu sagen, ich komme jetzt weg, weil der Frust lädt sich dann auf sie, beziehungsweise andersrum, der bleibt jetzt stehen, der Frust geht auf sich. Das hätte ich viel lieber auf diese Wand verlagert und dementsprechend eigentlich gesagt, dann sollen sich die Leute daran aufschoben, bis hin zum absoluten Mittelweg, wenn da drin ein großes Loch ist und die Autos fahren wieder durch. Also, hört sich zwar ordentlich an, aber dann bezieht diese Quartier, um was es doch geht, eigentlich Stellung, weil wir damit ausdrücken wollen. Denn mich als Anwohner hat es am meisten erhört, in eine Zeitung zu gucken und zu sehen, ich habe jetzt dort diesen Schandfleck. Doch dieser Schandfleck erfüllt nicht mehr das, was er soll. Es geht weder um die Diskussion arm-reich, es geht weder um irgendwas anderes, sondern nur, der Schandfleck ist da und alle streiten sich. Wo ich mir denke, super, heute laufe ich schon mit der Flasche Wasser rum, doof gesprochen und lass meinen Frust ab. Wo ich mir denke, dann will ich das auch in allen Dimensionen. Die Künstlerin hat eben gesagt, man hat sich nicht gefragt, wo das Graffiti reingemacht wurde und so, warum ich jetzt frage. Ja, weil ich vorher so höflich war an dem Sinne. Ja, aber ich frage jetzt auch, was wollen Sie jetzt von mir? Also wollen Sie von mir die Genehmigung? Für die Vogelfreiheit der Mauer, ja. Ich bin leider keine Juristin. Ich weiß nicht, wo das irgendwo die Frage, keine Ahnung, Vandalismus über Frauen anfangen. Ja, aber das geht ja in die Richtung, wer die Verantwortung für diese Mauer trägt. Die Künstlerin hat eben gesagt, sie würde die Mauer weiterhin freigeben. Und dann wurde mir gesagt, dass Sie der nächste Ansprechpartner wären für die Verantwortung über diese Mauer. Aber das Problem ist doch, dass es eben schwierig ist, das professionell abzuwerten. Wenn er das nicht verbunden wird, das heißt, eigentlich wäre das eine eigenständige Kunstaktion, die wiederum eine Genehmigung bräuchte, wo wieder geprüft werden müsste, ob er eben das professionell abgebaut wird. Ich finde, hier ist eine Absperrung und da ist eine Absperrung. Wenn man das Ding zum Müll legt und der Müll in diesem Rahmen bleibt, denke ich, macht das keinen Unterschied. Andererseits sind die Intentionen von dort schon gekommen, wenn sich die Gemeinschaft findet, ist das Ding, wenn es an dem Wochenende aufgestellt ist, an dem Wochenende auch wieder abgebaut, denke ich. Also ich hatte vorhin, du argumentierst ja jetzt, ich sag das einfach gut, jetzt besser als vorhin, aber vorhin hast du immer, ich hätte das abgebrannt. Das geht überhaupt nicht. Ja, das war ja diese ganz einfache Pauschale. Ne? Brennen geht ja gar nicht. Ja. Ah. Ne? Also das heißt, ne? Naja, symbolisch gesprochen. Also die Künstlerin und die Kuratoren übernehmen natürlich die Verantwortung, dass das wieder professionell abgebaut wird. Und müssen dem Bezirk ziemlich viel Geld geben, wenn hier Schäden entstehen. Also wenn ihr bleibende Schäden bleiben, dann müssen sie die übernehmen. Ja. Das heißt, sie werden natürlich dafür sorgen, dass das professionell wieder abgebaut wird, dass es keine bleibenden Schäden gibt.
wenn hier nur noch Einzelteile liegen, denke ich mal, ist das sogar im Interesse der Leute, die es wegmachen. Und ich denke, dieses Quartier, wenn es sich dafür entscheidet, im Kampf gegen diese Mauer zu gehen, würde auch so weit gehen und sagen, dass der Müll hier drinnen bleibt. Ja, das ist ja die Aussage des Quartiers, ob diese Gemeinschaft besteht oder nicht. Denn blubbern können alle anscheinend. Aber an dieser Wand was verändern, tritt ja außer Brot und Kuchen oder wir wollen uns drehen nicht viel. Genau darum geht es mir, wenn ich sage, es soll sich auf diese Wand fixieren. Dieses Quartier, was sich so groß darstellen kann, soll an dieser Wand zeigen, wie groß es ist. Und entweder steht das Werk dann oder es steht nicht.